Zeit, best friends forever. HDGDL, wir sind unzertrennlich. Unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Nextcloud. Hallo, liebe Campingfreunde, herzlich willkommen hier zurück auf dem virtuellen Campingplatz mit Lagerfeuer. Heute ist ein relativ spannender Tag. Die neuesten Erleichterungen in den ganzen Corona-Maßnahmen sind verkündet worden und es sieht tatsächlich so aus, als würde es demnächst wieder losgehen. Im Moment ist das noch gefühlt für mich ein Dickicht aus verschiedensten Regelungen in verschiedensten Bundesländern und ich habe auch ein paar Facebook-Kommentare schon gesehen, dass es noch sehr verwirrend ist. Also wir haben noch nicht so den genauen Plan, wann es in welchem Bundesland für wen wieder losgeht. Was genau geöffnet sein wird, sind die Sanitäranlagen offen, sind sie nicht offen, kann der Platz nur bis 60% belegt werden. Gestern habe ich was gelesen, Mecklenburg-Vorpommern ist erstmal eine Woche lang nur für Leute aus Mecklenburg-Vorpommern geöffnet und danach erst für alle anderen. Aber egal wie, es ist ein Silberstreifen am Horizont und ich glaube, es zeigt sich, dass sich die Maßnahmen und die relativ strikte Einhaltung der letzten Wochen ausgezahlt haben und es jetzt doch schneller geht, als wir das wahrscheinlich zu vielen Zeiten befürchtet haben. Also viele haben ja wirklich dann auch den Sommerurlaub schon dahin schwinden sehen und umso schöner ist es eigentlich, dass wir endlich wieder eine Perspektive haben, wenn wir mit Wohnmobil und Wohnwagen und Zelt los können. Und insofern macht es heute besonders viel Spaß, ein Thema dazu zu präsentieren, was dann natürlich auch wieder wirklich zum Tragen kommt, nämlich der Stromanschluss auf den Campingplätzen. Das klingt jetzt erstmal relativ banal. Man kommt am Campingplatz an, schließt einen Stecker an und legt ein Kabel und schließt den Wohnwagen oder das Wohnmobil an und dann hat man eigentlich 230 Volt. Das ist in Deutschland eigentlich Standard und man kümmert sich eigentlich sehr, sehr wenig drum. Um das ganze Thema Strom auf dem Campingplatz, wir hatten ja passend vielleicht vor einer Woche das Thema Gas. Und beim Gas ist es witzigerweise so, dass viele sich schon ein bisschen Gedanken machen und Respekt davor haben, dass was passieren könnte. Bei Strom eigentlich gar nicht. Mit Strom gehen wir alle relativ sorglos um, mich eingeschlossen. Dabei hat natürlich auch Strom ein hohes Gefahrenpotenzial. Und insofern wollte ich einfach mal so ein bisschen auf das Thema Strom und Stromanschluss auf dem Campingplatz eingehen, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Aber viele dieser Regelungen haben einen gewissen Sinn und vielleicht kann ich ein bisschen was davon rüberbringen. Wie gesagt, umso erfreulicher, wenn das Ganze dann auch tatsächlich in nächster Zeit wieder zum Tragen kommen kann. Ja, was ist zu berücksichtigen? Es gibt natürlich, wie sich das gehört, in Deutschland und in Europa für alles Regelungen und die Normen, die festlegen, wie der Campingplatz die Stromversorgung bereitzustellen hat. Es gibt darüber hinaus noch ganz, ganz viele Regelungen, die einen Campingplatz betreffen, wie die eigentliche Stromverteilung auch in den administrativen Gebäuden und in den Waschräumen und so weiter vonstatten zu gehen hat. Da wollen wir gar nicht drauf eingehen, sondern wirklich nur auf das Thema, wie stellt der Campingplatz eigentlich den Strom zur Verfügung für unser Fahrzeug. Da gibt es dann eine DIN VDE 0100 in der Serie und dann ist es dann die 708. Das sind die sogenannten Sonderregelungen, die in dem Nummernkreis quasi sich befinden. Und die aktuelle Version für Campingplätze ist aus 2010. Und es gibt dann auch das gleiche spiegelbildlich für die Fahrzeuge selber, also für Wohnmobil und Wohnwagen. Das ist dann die 721, auch in der 100er Reihe. Und die ist aus 2019 in der aktuellen Version. Aber das brauchen wir uns definitiv nicht zu merken. Was macht das ganze Thema eigentlich überhaupt so komplex oder so kompliziert oder warum gibt es da eigentlich überhaupt Regelungen, die über die normalen Stromregeln hinausgehen? Der Grund dafür ist einfach, der Gesetzgeber oder die jetzt in dem Fall nicht Gesetzgeber, sondern die normgebenden Gremien, die quasi diese DIN-Norm verabschiedet haben, gehen halt davon aus, dass auf dem Campingplatz eine relativ hohe Gefahrenlage und Belastung besteht. Das liegt zum einen daran, dass wir natürlich dauernd ständig wechselnde Nutzer haben. Das heißt also, der Stromanschluss an einem Wohnmobil, Wohnwagen ist selten länger als eine Woche oder zwei. Dann kommt der nächste mit ganz unterschiedlichen Fahrzeugen. Und wir haben auch eigentlich keine Pflicht, die elektrische Anlage im Fahrzeug zu überprüfen. Und es gibt auch keine Begrenzung, dass man eventuell selber daran was ändern kann. Und insofern weiß man unterm Strich, weiß der Campingplatzbetreiber nicht, und der ist am Ende ja für die Sicherheit verantwortlich, weiß nicht, in welchem Zustand die Campingfahrzeuge dort stehen und in welchem Zustand vor allem die elektrische Anlage ist.
Dann ist natürlich der gesamte Campingplatz naturgemäß anders als hier, sind wir im Freien. Das heißt, ich habe sämtliche Witterungseinflüsse. Das geht los nicht nur mit Regen und Unwetter, sondern natürlich auch einfach nur Staub. Wir haben im Moment eine sehr trockene Phase draußen. Wenn man mal über den Feldweg fährt und die Staubfahne beobachtet, die hinter einem herweht, dann weiß ich, was man im Moment für eine Staubbelastung hat. Auch das ist natürlich ein Thema für die Elektrik, aber logischerweise auch Feuchtigkeit. Und wo Feuchtigkeit auftritt, kann auch Korrosion auftreten und so weiter. Also ich habe halt den vollen Witterungseinfluss auf den elektrischen Anlagen. Das nächste Problem, in Anführungsstrichen, oder die nächste Herausforderung für die elektrische Versorgung ist, dass wir überwiegend alle relativ schwere Fahrzeuge haben. Sei es der Wohnwagen hier, der mit knapp 2 Tonnen noch relativ leicht ist, mit Wohnmobilen, die natürlich deutlich drüber liegen, 3,5 Tonnen und viel mehr, die den Platz befahren. Und es natürlich auch nicht auszuschließen ist, dass man mal über ein Kabel fährt, weil es quer über den Weg liegt und so weiter. Also das Rangieren auf dem Stellplatz, all das sind potenzielle Gefahrenquellen für die elektrische Versorgung. Ein ganz typisches Problem, natürlich campingplatztypisch, ist in der Norm ist von Bodenankern die Rede, aber es sind natürlich gemeint Heringe, die wir alle dann quasi, zumindest wenn man Zelt oder Vorzelt oder Markise aufbauen, dann in den Boden eintreiben. Das heißt, auch da besteht natürlich die Gefahr, dass ich Kabel verletze. Nicht nur Heringe, sondern es gibt Sonnenschirmständer oder, die in den Boden geschraubt werden und insofern natürlich unterirdische Leitungen beschädigen könnten. Daraus resultiert dann eine Brandgefahr durch Überlastung der elektrischen Anlage, die ist auch nicht zu vernachlässigen, kann aber auch jeder selber was für tun, komme ich gleich noch drauf. Ja, und unsachgemäße Anschlüsse, klingt jetzt auch erstmal banal, ich stecke einen Stecker in eine Dose, kann eigentlich so komplex nicht sein, aber ganz so einfach ist es nicht. Ein gesondertes Thema, was man sicherlich auch mal speziell behandeln kann, ist das Thema Blitzschutz. Die Gefahr habe ich natürlich auch. Wir sind tendenziell gerne auch in südlichen Gefilden, wo ich dann ja wirklich auch extremere Wetterlagen habe. Auch da spielt das Thema Blitzschutz eine große Rolle. Und da braucht man gar nicht weit gehen, allein schon im Gebirge. Ein ordentliches Gewitter hat schon richtig Kraft und das Thema Blitz und Blitzeinschlag, bis hin zur Fragestellung, ist ein Wohnwagen eigentlich ein faradäischer Käfig, könnte man sicherlich auch noch mal eine gesonderte Sendung zu machen, wollen wir heute nicht im Detail betrachten. Ja, wie geht's los? Was stellt der Campingplatzbetreiber zur Verfügung? Der Campingplatzbetreiber muss nach der neuesten Richtlinie einen Stromanschluss zur Verfügung stellen für alle Plätze, die laut Platzbeschreibung mit einem Stromanschluss versehen sind. Und es darf nicht weiter von der Entnahmestelle als 20 Meter entfernt sein. Während viele von euch jetzt schmunzeln, das ist soweit die graue Theorie. Natürlich sind auch noch ältere Anlagen in Betrieb und die sind auch nicht potenziell unsicher. Aber alle neu installierten Anlagen dürfen keine größere Entfernung als 20 Meter aufweisen. Daraus resultiert dann, und da kommen wir später zu, dass ich quasi mit einem 25 Meter Kabel maximal das Wohnmobil oder den Wohnwagen versorgen kann. Er muss darauf achten, dass logischerweise die Leitungen dann so gelegt werden, dass ich nicht über Straßen, über Wege auf dem Campingplatz hinweg die Leitungen liegen habe. Das wäre natürlich gerade bei den eben angesprochenen schweren Fahrzeugen dann durchaus fatal, wenn die Fahrzeuge immer drüber fahren müssten. In jeder Anschlussdose, und das ist auch neu, dürfen nur 4 Anschlussmöglichkeiten vorhanden sein. Also nur 4 Stecker, mehr ist nicht zulässig. Auch das habe ich auf Campingplätzen, wo neue Stromanschlüsse gelegt worden sind. Ich denke an Niedermosersee, wo die Plätze am See neu gemacht worden sind. Da haben wir tatsächlich 4 Anschlüsse in jedem Stromkasten. Das ist auch die jetzt noch maximal zulässige Anzahl. Und diese 4 Anschlussdosen haben auch nochmal spezielle Anforderungen. Das eine ist natürlich, jede muss eine Sicherung haben. Jede muss ein FI haben, umgangssprachlich, technisch korrekt ausgedrückt, eine Fehlstromschutzeinrichtung oder RCD kurz, um es fachlich korrekt auszudrücken. Aber ich glaube, wenn wir von FI sprechen, weiß wenigstens jeder, was gemeint ist. Der ist nochmal zusätzlich zur Sicherung, also Sicherung, FI und dann die Steckdose. Die Steckdose an sich kennen wir alle. Auch das sind keine normalen Schuko-Steckdosen, sondern eben diese blauen CEE-Stecker. Und das hat auch einen bestimmten Grund, da komme ich gleich noch drauf. Aber die müssen alle in dieser Ausführung sein. Normale Schuko-Steckdosen sind bei der Versorgung von Wohnwagen und Wohnmobil schlicht nicht
zugelassen. Und das gilt dann bis zum Fahrzeug, aber das behandeln wir gleich noch. Jede Dose muss mindestens eine Absicherung von 16 Ampere haben. Das heißt, also ich kann als Verbraucher dann mit meinem Wohnwagen oder Wohnmobil bis zu 16 Ampere ziehen. Erst dann darf der Überlastschutz oder die Sicherung auslösen. Das wäre dann Thema für die Sicherung. Der FI-Schutzschalter würde ja quasi dann losschlagen, wenn der Stromkreis irgendwo fehlerhaft ist. Das heißt, es wird irgendwo aus dem Stromkreis Strom in Anführungsstrichen abgezweigt. Es kommt quasi weniger zurück, als reingegeben wird. Dann löst der Magnet in dem FI-Schalter aus und würde die Stromverbindung trennen. Das Ganze muss er hier schon bei einem Fehlstrom von 0,3 Milliampere machen, also eine sehr, sehr geringe Differenz. Der muss natürlich logischerweise schnell auslösen, weil er am Ende dann, krass gesagt, unser Leben schützen soll, wenn wir nämlich die sind, die quasi, weil wir auf der Erde stehen und irgendwo an den Strom gefasst haben, dann Strom ableiten. Das würde dem FI in Anführungsstrichen auffallen und er würde sehr, sehr schnell auslösen und damit natürlich die Stromversorgung unterbrechen. Wir würden trotzdem noch ordentlich eine gewischt kriegen. Es empfiehlt sich nicht, das auszuprobieren, aber dem einen oder anderen ist es sicher schon mal passiert. Also man kriegt da noch eine gewischt, aber die gefährlichen Einflüsse, vor allem aufs Herz, also das Flimmern, was dann eintreten würde bei der Stromfrequenz von 50 Hertz, das würde dadurch verhindert, sodass es keine lebensbedrohlichen oder auch keine nachhaltig gesundheitsschädliche Wirkung mehr hat. Von daher ist der FI tatsächlich sehr, sehr wichtig. Für uns, für unsere Sicherheit tatsächlich sogar noch wichtiger als die Sicherung. Alle Steckdosen müssen zwischen 50 und 1,50 Meter hoch sein, also ganz gut erreichbar sein. Wer sich jetzt wundert, es gibt ja Campingplätze, ich erinnere mich mal an den, ich glaube am Katzenkopf am Main waren wir, das ist natürlich so ein typisches Hochwassergebiet, wo dann sogar das Waschhaus auf Stelzen steht. Da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, um eben zu verhindern, dass auch bei Hochwasserständen irgendwie Wasser eindringt in die Anlage, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die höher zu bauen. Das ist aber dann tatsächlich eine Sonderregelung. Und die Leitung, und das ist jetzt die Ableitung aus den eben genannten Heringen, muss mindestens 60 cm tief im Erdreich sein, damit ich eben Heringe reinschlagen kann, ohne Gefahr zu laufen, eine unterirdische Leitung zu erwischen. Gibt auch Regelungen für überirdische Leitungen. Ich muss nur ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch keinen Campingplatz erlebt, zumindest in Deutschland erlebt, an dem grundsätzlich überirdisch versorgt worden ist. Von daher würde ich da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Die besonderen Regelungen für Waschräume und Co. habe ich schon erwähnt. Das sind dann natürlich Feuchträume. Da sieht dann alles nochmal ein bisschen anders aus. Ich habe heute tatsächlich mal ein bisschen Spickzettel, weil die ganzen Normen und Maße und so weiter will ich dann ungern verwechseln. Jetzt haben wir quasi die Dose, die ankommt. Ich glaube, ein Stromkasten zum Anschluss hat jeder, der schon mal auf dem Campingplatz war, vor Augen. Ist meistens irgendwie ein Edelstahl. Gehäuse, was ich dann aufmachen kann, kann den Stecker von unten durchführen und in die Steckdose einstecken. Warum haben wir diese blauen CEE-Stecker und Buchsen? Zum einen ist es relativ klar, sie sind nach IP44 oder sind Schutzklasse IP44. Es gibt ja diese verschiedenen Schutzklassen für Stecker und sonstige elektrische Installationen. IP44 bedeutet, die 4 vorne bedeutet was, die 4 hinten bedeutet was. Die 4 vorne bedeutet quasi, dass das Ganze geschützt gegen Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht. Das heißt also, ich kann schwer sowohl in den Stecker als auch in die Buchse mit einem Draht rein und Fremdkörper bis zu einem Durchmesser von 1 mm oder größer werden von dem Ganzen ferngehalten. Das ist quasi die IP4 vorne und die 4 hinten steht einfach für Spritzwasser geschützt. Auch klar, das heißt, wenn es mal regnet oder wenn ihr während dem Regen irgendwie das Ganze an- und abklemmen müsst oder so, sind die Dosen an sich Spritzwasser geschützt. Oder wenn irgendwo mit dem Hochdruckreiniger gereinigt wird, passiert an den Dosen nichts. Das ist jetzt der erste große Vorteil, der auf dem Campingplatz natürlich durchaus Sinn macht, sowohl an der Versorgungsseite als auch an der Fahrzeugseite. Das andere ist aber natürlich, sie sind verpolungssicher. Als ich mich jetzt mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe, habe ich mich natürlich gefragt, okay, verpolungssicher, wir haben Wechselstrom, macht das Sinn? Wenn ich mir einen Schokostecker angucke, kann ich den ja auch reinstecken, wie ich will.
uns funktioniert unterm Strich. Und praktisch ist es am Campingplatz auch erstmal so. Und das ist auch so ein bisschen die Tücke des Objekts. Auch wenn ich die Steckverbindung irgendwie über Schuko-Stecker abbilde, was durchaus geht und was man auch tatsächlich sehr, sehr oft auf Campingplätzen sieht, sind dann solche Adapter. Ich kriege die auch problemlos im Campinghandel und ich brauche sie auch tendenziell in manchen ausländischen Campingplätzen, weil dort andere Regeln gelten. Es gibt ja dann auch immer wieder auf Facebook ganz spannende Bilder von Stromversorgung, gerade in südlichen Ländern, die nicht den deutschen Standards entsprechen, aber wir kümmern uns jetzt mal hier um die deutschen Standards. Das heißt, ich könnte jetzt quasi mit dem Stecker in die Versorgung gehen, hätte jetzt hier am Ausgang einen ganz normalen Schuko-Stecker, nehme jetzt eine handelsübliche Verlängerungsschnur, Verlängerungskabel, stecke die hier rein, gehe zum Wohnwagen und nehme da den Adapter einmal rückwärts, den gibt es auch, den haben wir drüben auch liegen und könnte dann meinen Wohnwagen auch anschließen. Ich werde dann auch definitiv Strom im Wohnwagen haben und es wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit auch alles funktionieren, weil wir eben Wechselstrom haben. Das heißt, ich habe in dem Sinne nicht wie bei Gleichstrom eine einheitliche Polarität, sondern die Spannung wechselt oder die Polarisierung wechselt. Und insofern ist es nicht auf den ersten Blick logisch, warum das so ist. Wenn man sich aber auch eine Wechselstromverbindung genauer anguckt, habe ich auch da den sogenannten Außenleiter oder die Phase. Das ist eigentlich das, wo immer Strom drauf ist. Und ich habe den Neutralleiter, der quasi das Gegenstück dazu ist, der im Normalzustand spannungsfrei ist. Das heißt, würde ich an eine Steckdose gehen und mit dem Nagel reinstechen, beliebtes Spiel, gerade bei Kindern, deswegen gibt es dann diese Schutzkappen für Steckdosen, habe ich ungefähr eine 50-50 Chance, oder nicht nur ungefähr, sondern ich habe genau eine 50-50 Chance, erwische ich die Phase, habe ich ein Problem, erwische ich den Neutralleiter, passiert nichts. Und insofern spielt die Polarisierung oder spielt der Anschluss schon eine wichtige Rolle, weil wir beim Wohnwagen nicht einfach nur einen elektrischen Verbraucher hinten dran hängen. Also ich habe nicht nur den Föhn, den ich reinstecke, bei dem dann tatsächlich die Polung keine Rolle spielt, sondern ich habe ja eine fertige Installation da drin. Also im Wohnwagen sind Lampen, im Wohnwagen ist ein Schaltnetzteil für 12 Volt, im Wohnwagen ist eine Therme drin, im Wohnwagen ist ja im Zweifel eine Klimaanlage drin, ein Kühlschrank drin. All das soll über 230 Volt versorgt werden. Und all das sind geschaltete Teile sozusagen. Das heißt, ich habe irgendwo einen Schalter, wo ich das ein- und ausschalte. Wenn ich jetzt die Polarisierung ändere, kann Folgendes passieren, dass ich nämlich die Phase schalte. Das heißt also quasi, ich schalte den Strom nicht aus dem Gerät raus, sondern das Gerät an sich ist unter Spannung, es fließt dennoch kein Strom, weil der Schalter das Ganze ja unterbrochen hat. Und das kann zum Beispiel beim Wechsel von der Birne fatal sein, dass nämlich dann die Fassung der Birne unter Strom steht, obwohl ich den Schalter ausgeschaltet habe. Auch da sagt die herrschende Lehre natürlich Sicherung raus, aber die Frage ist natürlich in der Praxis, machen wir das? Das heißt, ich erhöhe die Sicherheit der Geräte tatsächlich, indem ich hier eine Verpolungssicherheit herstelle. Und das tun diese CEE-Stecker eigentlich mit zwei ganz einfachen technischen Mitteln. Ich halte mal die GoPro drauf. Vielleicht, das könnt ihr hier bestimmt sehen. Ihr habt auf der einen Seite diesen Pin unten dran. Den Pin hier unten, den blauen Pin. Da habe ich natürlich an der Buchse die entsprechende Aussparung. Die ist übrigens immer in der 6-Uhr-Position, also senkrecht nach unten. Und ich kriege das Ganze dann nur so in die Dose rein. Und man sieht, dass die Erdungsleitung hier unten in der Mitte dicker ist als die anderen beiden. Und durch die beiden relativ einfachen physikalischen Maßnahmen ist 100%ig sichergestellt, dass ich hier den Stecker nicht falsch reinkriege. Also selbst mit Gewalt wird es kaum möglich sein. Und dadurch ist gewährleistet, dass eben die Phase oder der Außenleiter immer an derselben Stelle ist bis zur Verteilung in Wohnwagen. Wenn ihr jetzt im Wohnwagen eine Steckdose habt, dann ist das eine normale Schuko-Steckdose. Wenn ihr dann da einen Föhn oder irgendeinen anderen elektrischen Verbraucher einsteckt, dann spielt es wiederum keine Rolle mehr. Der ist normalerweise dann so geerdet, dass dort auch wieder nichts passieren kann. Wir finden auch wieder einen FI-Schutzschalter im Wohnwagen. Wir haben einen Hauptschalter, also auch da sind dann die normalen elektrischen Schutzmechanismen drin.
Aber so wie zu Hause im Haushalt natürlich logischerweise Phase- und Neutralleiter getrennt sind und korrekt angeschlossen werden, so sollte es eben auch beim Wohnwagen sein, um die Sicherheit zu erhöhen. Und das passiert eben über diese CEE-Stecker. Die gibt es in Blau für 230 Volt und die meisten werden sie wahrscheinlich dann für Drehstrom 400 Volt in Rot kennen. Selbe Prinzip, auch da ist sichergestellt, dass ich mich da nicht, dass ich sie nicht anders einstecken kann. Die Leitung zum Wohnwagen, also vom Verteilerkasten zum Wohnwagen selber, ist auch definiert. Die Anforderung ist auch relativ hoch gesteckt. Das heißt, auch da sollte ich nicht mit der normalen Haushaltsverlängerungsschnur dran gehen, sondern wir haben hier so eine Gummileitung, die natürlich auch einen bestimmten Standard erfüllt. Das ist H07RNF. Auch das kann man aufdröseln, können wir uns aber jetzt sparen. Ist halt eine hochrobuste, ja schon industriegeeignete Gummileitung, die eben sehr stabil ist, sehr flexibel ist. Und sie hat drin mindestens 2,5 Quadrat Leitungen, also Adern, die auch wieder einzeln isoliert sind. Auch das ist eigentlich klar vorgegeben. Auch das ist, erhöht natürlich die Sicherheit. Wenn ich hier dünnere Kabel habe, habe ich natürlich das Problem, dass sie empfindlicher sind. Wenn ich einen niedrigeren Querschnitt hätte, dann kriege ich ein Problem mit der Leitungslänge. Man kann das jetzt relativ einfach ausrechnen. Wenn ich 16 Ampere Stromversorgung habe oder eine 16 Ampere abgesicherte Leitung habe, also maximal 16 Ampere herausziehen kann, das Ganze über 25 Meter geht, dann brauche ich rechnerischen Kabelquerschnitt von 2,5 mm, um mit meinem Widerstand, den ich einfach auf die Strecke habe, noch hinzukommen. Also von daher passt das dann rein rechnerisch schon gut zusammen. Und von daher empfiehlt es sich halt auch, die entsprechenden Leitungen zu nehmen. Die gibt es logischerweise lose, werden die wenigsten machen. Ich glaube, das, was man am meisten auf den Campingplätzen sieht, sind diese Kabeltrommeln. Hier ist mal eine, die auch an beiden Enden über diese Stecker verfügt. Das ist jetzt wirklich die Leerbruchkabeltrommel, weil sie wirklich auf beiden Seiten CEE-Stecker hat, und zwar direkt. Hier ist kein Adapter mehr möglich sogar. Wir haben auch keine abgezweigten 230 Volt Steckdosen. Per Definition wäre das auch nicht korrekt. Entscheidend ist aber, dass ihr quasi wirklich mit den blauen Anschlüssen von der Dose bis zum Wohnwagen geht. Wenn an der Kabeltrommel noch eine Schugo-Steckdose ist, dann wird dort ja typischerweise wieder ein Verbraucher angeschlossen, zum Beispiel eine Kühlbox. Dann habe ich dieses Problem mit der Verpolungssicherheit nicht so extrem. Von daher sieht man diese Lösung halt auch sehr, sehr oft. Aber die korrekte Variante wäre die hier. Ich habe also wirklich hier den Anschluss fürs Fahrzeug und hier den Anschluss für die Dose. Das Ganze ist 25 Meter lang. Länger darf es nicht sein, eben wegen dem eben angesprochenen Widerstand, der dann auftritt. 16 Ampere, die ganze Kabeltrommel an sich ist ebenfalls IP44 Schutzklasse für 230 Volt im Außenbereich. Logisch, die Kabel entsprechen dem, was ich eben gesagt habe, also H07RNF. Und auch noch spannend, auch die Kabeltrommel an sich hat trotzdem noch ein gewisses Sicherheitsrisiko. Und zwar entsteht ja immer, wenn Strom fließt, eine gewisse Wärme. Ihr kennt das vielleicht von Netzteilen, gerade von Handynetzteilen oder von Netzteilen für Notebooks. Die werden mit der Zeit richtig warm. Und wenn es warm wird und die Kabeltrommel schön aufgewickelt ist, dann kann es auf den inneren Wicklungen sozusagen zu einer hohen Temperatur kommen, die einfach nicht entweichen kann, weil direkt darüber das nächste Kabel gewickelt ist. Man hört relativ oft, okay, da gibt es Induktionen durch die Kabel, die übereinander liegen. Und diese Induktionen führen dann dazu, dass das Ganze anfängt zu kokeln. Das ist eigentlich zu vernachlässigen, diese Induktionswirkung. Es geht tatsächlich um die Wärme, die entsteht dadurch, dass der Strom fließt. Und um das zu vermeiden, empfiehlt es sich eigentlich immer, die Kabeltrommel abzuwickeln. Es gibt auch da natürlich eine Regelung. Und da heißt es einfach, in dem Moment, wo ich über 1000 Watt Leistung anschließe, muss die Kabeltrommel komplett abgewickelt sein. Das ist jetzt natürlich sehr theoretisch. Jetzt kann ich mich auch ein bisschen damit beschäftigen, wie viel Watt hat denn welches Gerät. Dann nehmen wir den eben schon mehrfach zitierten Föhn, weil er halt eigentlich dafür, dass er so klein ist, echt richtig Dampf hat, nämlich 2300 Watt. Jetzt kann man ziemlich leicht ausrechnen, wie viel Ampere das sind, nämlich ich teile einfach die Wattzahl durch die Spannung. Das wären in dem Fall 2300 durch 230. Das ist insofern ein schönes Beispiel, das kann ich im Kopf, das sind 10 Ampere, die Strom fließen in dem Moment, wo der Föhn eben läuft.
Und das sieht man schon, da bin ich schon weit über die 1000 Watt. Man kann aber auch so gucken, der Kühlschrank hat 170 Watt. Eine ordentliche Klimaanlage, Dometic Freshjet 2200, zieht 6 Ampere. Auch da bin ich schon weit jenseits dieser 1000 Watt. Im Grunde kann man sagen, wenn ihr die Kabeltrommel ausrollt, wickelt sie einfach ab. Das ist tatsächlich ein wirkliches Problem und kann zu Bränden führen. Wenn ihr eine zugelassene Kabeltrommel habt, hat die einen Thermoschutzschalter. Das heißt, würde das Ganze überhitzen, würde der auslösen und das Ganze würde dann, es würde kein Strom mehr fließen. Also von daher wäre da noch ein Schutz eingebaut, aber dennoch ist es mehr als ärgerlich, wenn ich dann erstmal warten muss, bis das Ganze wieder abgekühlt ist, den Thermoschutzschalter wieder reinstecken muss. Insofern wickelt die Kabeltrommel ab. Das ist eigentlich wirklich dringend zu empfehlen. Wenn wir uns das am Wohnwagen mal ganz kurz angucken, das ist jetzt nicht großartig komplex, das werden die meisten auch schon mal gesehen haben. Wir haben es jetzt hier natürlich sozusagen getürkt. Wir haben es hier tatsächlich an Schuko-Stecker angeschlossen, weil wir jetzt das passende Gegenstück hier nicht haben. Sollte aber jetzt für den Moment nicht die Rolle spielen. Also ich habe hier die Klappe, die ist bei uns auf der Seite, bei anderen Modellen auf der anderen Seite. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Auch die Klappe gibt es bestimmte Regelungen. Auch die ist natürlich IP44 geschützt. Sie darf nicht sonderlich weit auftragen. Auch die Höhe, in der sie am Fahrzeug angebracht ist, ist festgeschrieben, darf glaube ich nicht über 1,80 Meter sein. Ich kann die aufmachen, mache jetzt den Deckel hoch, den Deckel kann ich oben drüber einführen, schiebe das ganze Ding rein und der Anschluss ist eigentlich fertig. Wie man genau vorgeht, gucken wir uns gleich noch an, aber das ist jetzt erstmal eigentlich das ganze Hexenwerk. Also von der Bedienung her völlig einfach. Dadurch, dass die Klappe immer oben ist, kann ich auch da sehr wenig falsch machen. Und natürlich würde es auch einfach von den Polstärken her dann nicht passen, wenn ich es versuche, irgendwie anders reinzustecken. Also von daher eigentlich eine ziemlich leichte Sache. Was gibt es zu den Kabeln und zu den Kabeltrommeln noch zu sagen? Kabeltrommel hier auch vorbildlich. Der Griff ist isoliert. Auch das ist wichtig, dass es da zu keinen Problemen kommen. Der Knopf zum Drehen, also hier dieses Teil müsste auch isoliert sein, ist hier sowieso Kunststoff, von daher automatisch miterfüllt. Das sind noch so ein paar Besonderheiten und sie muss aufrecht stehen. Das war für mich jetzt ehrlich gesagt auch neu. Ich habe es hier mal unter den Wohnwagen gelegt, passt halt besser, aber sie soll aufrecht stehen und nicht liegen. Das sind nochmal die Anforderung eigentlich an die Kabeltrommel. Für lose Kabel gilt weitestgehend das Gleiche. Ich habe natürlich nicht das Phänomen, dass ich einen isolierten Griff haben muss. Ich habe keine Wicklungsproblematik. Insofern habe ich auch keinen Thermoschutzschalter. Und insofern auch da gilt natürlich, das Kabel nicht irgendwie in Kringeln dann auf einem Haufen liegen lassen und im Idealfall noch abdecken, sondern auch da dafür sorgen, dass, wenn es warm wird, das Ganze entweichen kann. Weil diese 16 Ampere sind gar nicht so wenig. Ja, gar nicht so viel. Ich habe, wie gesagt, der Föhn ist jetzt so ziemlich das extremste Beispiel. Deswegen kommt er heute Abend immer wieder vor. Aber Klimaanlage hatte ich erwähnt, 6 Ampere. Also Klimaanlage, Föhn auf Vollgas dürfte schon reichen für eine 16 Ampere Sicherung. 12 Volt Schaltnetzteil, was wir drin haben, ist 1,74 Ampere. Die Therme ist hier so eine normale Truma, Warmwassertherme, 1,3 Ampere. Der Lüfter von der Heizung, also das klassische Truma-Gasheizung, die dann so einen elektrischen Lüfter hinten dran hat. Auch der macht ein halbes Ampere. Der Kühlschrank 0,74 Ampere, erstaunlich wenig eigentlich, mit 170 Watt, sowohl mit 12 als auch mit 230 Volt, ist eigentlich noch erstaunlich wenig. Aber es summiert sich natürlich alles auf. Und wenn man gerade als vierköpfige Familie unterwegs ist, hat man inzwischen eine Batterie an Ladegeräten für Handys, Notebooks, Uhren und was weiß ich. Auch die summiert sich am Ende auf und darf man nicht unterschätzen. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Was passiert jetzt im Wohnwagen? Können wir uns auch gleich nochmal angucken. Gehe mal kurz rein. Zack, alles passend. Ich muss erstmal das Licht anmachen und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die Stromverteilung ist hier im Schrank versteckt, der jetzt natürlich auch nicht leuchtet. Ich versuche das mal ein bisschen auszuleuchten. So, also hier habe ich quasi die elektrische Verteilung, die im Wohnwagen ist.
Das obere ist die eben schon angesprochene 12-Volt-Wandler. Das heißt, also da gehen 230 Volt rein und von da aus wird dann die 12-Volt-Anlage im Wohnwagen versorgt. Ist die einfachste Ausführung. Die gibt es natürlich dann noch mit Anschlüsse für diverse Lademöglichkeiten, Batterie oder Batterielademöglichkeit, dass ich quasi auch autark stehen kann. Unten drunter ist der Hauptschalter. Der Hauptschalter muss hier sowohl die Phase als auch den Neutralleiter trennen können. Also ein zweiphasiger Hauptschalter und oben drüber der orangene Knopf ist der FI-Schutzschalter. Und unten drunter ist dann hobbyspezifisch noch die Lichtsteueranlage, die hier quasi dann eigentlich die ganze Logik für die Stromversorgung abbildet. Das Ganze ist im Schrank. Auch das ist eine gewisse Besonderheit, weil ich auch da natürlich gucken muss, dass ich das Ganze nicht zu baue. Das heißt auch da, man sieht es schon oben an dem 12-Volt-Netzteil, dass es Lüftungsgitter hat. Also auch da muss ich sehen, dass es noch ein bisschen Durchlüftung geben kann. Alle haben einzelne Absicherungen. Bei den Absicherungen dann nicht wundern, die haben teilweise ordentliche Stärken. Das liegt halt daran, eben wenn ich mit 12 Volt operiere, kann ich natürlich vorstellen, wenn ich schon mit relativ niedriger Wattzahl, also da würde ich mit 170 Watt durch 12, dann habe ich schon eine ganz andere Amperezahl als bei 230 Volt und brauche halt dann auch entsprechende Absicherung. Spannend nochmal hier am Hauptschalter der FI rechts oben, der orangene Testbutton. Also laut Herstelleranweisung, hier rechts seht ihr dann übrigens auch noch die Sicherheitshinweise, die immer in unmittelbarer Nähe des Stromanschlusses angebracht sein müssen. Das hat Hobby hier auch vorbildlich gemacht. Dieser FI-Schutzschalter soll eigentlich bei jedem Ortswechsel getestet werden. Das heißt, wenn ich diesen Test-Taster drücke, dann würde der auslösen und damit würde ich sicherstellen können, dass er funktioniert. Das soll ich eigentlich bei jedem Ortswechsel machen. Das heißt, der optimale Prozess sieht so aus. Ich habe den Hauptschalter aus. Ich lege die Stromleitung, schließe das Ganze an, schalte den Hauptschalter ein, teste den FI und habe dann quasi den Wohnwagen korrekt angeschlossen. Also erst wenn es dann Probleme gibt, dann könnte ich in dem Moment noch von vornherein gegensteuern und würde gar nicht erst die ganze Anlage in Betrieb nehmen, sondern könnte sofort den Hauptschalter ausschalten. Das waren eigentlich so die spannendsten Punkte rund um das Thema Stromanschluss und man sieht eigentlich schon, es ist relativ komplex. Auch wenn man so im Alltag gar nicht so viel damit zu tun hat, vor allem wenn man einmal eine korrekte Kabeltrommel hat, dann passt es eigentlich so lange immer ganz gut, bis ich am ersten Campingplatz bin, wo ich mit den 25 Metern irgendwie dann doch nicht wirklich hinkomme, so wie ich es gerne hätte. Auch das ist in gewisser Weise gelebte Praxis, aber unterm Strich geht es dann doch. Es gibt noch ein paar weitere Feinheiten. Der FI im Schrank ist ein ganz beliebtes Spiel, weil er eben im Schrank ist und der hängt typischerweise nicht leer. Und es kann natürlich passieren, dass wenn ich jetzt im Schrank irgendwas hänge oder will es runter straff hängen und komme mit der Hand hinten an diesen Taster dran, dann löst halt der FI aus und dann habe ich keinen Strom mehr auf einmal. Dann ist natürlich das Rätsel groß. Das heißt, es empfiehlt sich eigentlich immer, in dem Moment, wo auf einmal der Strom weg ist, an der Stelle zuerst zu gucken. Natürlich habe ich ihn versehentlich ausgelöst, das ist die einfachste Lösung. Oder hat am Ende sogar die Sicherung ausgelöst, dann habe ich natürlich wahrscheinlich irgendwo ein Problem in der elektrischen Anlage, um das ich mich kümmern müsste. Das Zweite, was mir bewusst geworden ist bei der Regulierung für die Installation im Wohnwagen und im Wohnmobil, ist auch gesagt, wie Lampen zu installieren sind. Die sind möglichst fest zu verschrauben mit den Möbeln oder mit den eigentlichen Seitenwänden. Und jetzt weiß ich endlich, wo diese wunderschönen Pedal-Hängelampen hin sind, die wir früher in den Wohnwegen hatten. Also wunderschön in Anführungsstrichen, aber die gibt es logischerweise nicht mehr. Also die sind eigentlich auch per Definition nicht mehr zulässig oder nur in ganz eingeschränktem Maße. Wenn ihr natürlich eine habt, ist das kein Thema, aber in neuen Wohnwegen gibt es die nicht mehr. 12-Volt-Versorgung ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema, weil das so gerade so ein ganz beliebtes Selbstbauthema ist und da werden wir uns sicherlich auch nochmal in einer separaten Sendung mit beschäftigen. Das ganze Thema Autarkie und Batterie und Photovoltaik auf dem Dach ist nochmal spannend für sich. Allein die Batterietechnik ist unheimlich komplex und es lädt natürlich auch zum Selberbauen ein.
bei 12 Volt muss man wirklich sagen, achtet immer auf den Querschnitt der Leitung. Durch die eben schon angesprochenen hohen Amperezahlen, die einfach fließen, wenn ich mit 12 Volt arbeite, habe ich eigentlich sehr hohe Querschnitte, die ich verbauen muss. Da gibt es Formeln, gibt es im Internet zig Rechner. Also wenn man da mal einfach Querschnittberechnung eingibt oder so, dann kriege ich auch eine ganze Batterie an Rechnern, mit denen ich den erforderlichen Querschnitt ausrechnen kann. Hängt dann davon ab, was soll über diese Leitung laufen und wie lang ist er eben. Aber da auf jeden Fall drauf achten, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade rund um das Thema 12 Volt. Klingt immer so banal, aber ist dann am Ende wirklich ein Thema. Gerade jetzt hier bei Wohnwagengespannen habe ich sowieso schon das erste 12 Volt Thema, wenn ich von der Lichtmaschine quasi über die Stromversorgung des Hängers gehen will. Allein die Leitungslänge ist schon enorm, schnell 6-7 Meter. Und entsprechend brauche ich eben da auch dann eigentlich, wenn ich damit arbeiten will, einen Booster. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, dann nochmal ein gesondertes Thema. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite rund um das Thema Strom und Stromversorgung auf dem Campingplatz. Und ja, nochmal, ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, ich freue mich sehr, dass es gerade zu dem Zeitpunkt passt, wo wir endlich wieder drüber nachdenken können, wann und wohin wir das erste Mal fahren. Vermutlich konzentrieren wir uns erstmal auf Deutschland noch eine ganze Zeit. Von daher passt es, dass wir uns die deutschen Regelungen angeguckt haben. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen ein bisschen mehr Klarheit in die Regelung in den einzelnen Bundesländern kommt. Hoffe, dass ihr alle einen schönen Platz findet und dass wir uns dann möglichst vielleicht demnächst auch mal wieder live am Campingplatz treffen können. Ansonsten geht es hier natürlich weiter. Jetzt gleich im Anschluss um 21.15 Uhr haben wir wieder Lagerfeuerabend. Die Feuer brennen schon. Wir haben den Mike hier, der Live-Musik machen wird mit der Gitarre. Das kam die letzten zwei Male super an. Und insofern denke ich, dass das heute Abend auch ein sehr, sehr stimmungsvoller Abend wird. Auch da blenden wir euch wieder ein paar Bilder ein von euch, für euch sozusagen, sodass man sich schon mal richtig einstimmen kann auf den nächsten Campingtrip. Da ist alles dabei, von schöner Landschaft bis hin zu Campingplatzleben pur. Also von daher würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr um 21.15 Uhr wieder dabei seid. Und ansonsten geht es am Freitag weiter. Und ich meine jetzt wirklich den Freitag. Diesmal nicht Samstag, sondern wir sind einen Tag nach vorne gerutscht. Um 20 Uhr, da geht es um die Kamba Dometic Airbrakes. Auch ein ganz spannendes Thema. An sich ein relativ einfaches Produkt, aber auf den Messen erleben wir, wie das Produkt nicht nur polarisiert, sondern auch immer wieder Fragen dazu kommen. Und von daher würde ich euch das gerne hier dann live zeigen. Aufgebaut logischerweise 3 Stück, eben auch mal mit Zelt, mal ohne Zelt und dann einfach mal sehen, wie weit kann man das Ganze denn biegen. Also wer da Lust drauf hat, ist auch Samstagabend um 20 Uhr gerne wieder eingeladen. Um 21.15 Uhr geht es dann wieder weiter mit DJ Udo, diesmal auch am Freitag. Also dran denken, vor allem die Stammhörer, bitte dran denken, diesmal Freitagabend. Ja, nächste Woche, Mittwoch, werdet ihr sicherlich auf der Facebook-Seite sehen, was das nächste Thema ist. Grundsätzlich sind alle Videos, die wir hier gemacht haben, natürlich im Nachhinein abrufbar unter luftfahrzelte.de auf Facebook. Da muss man ein bisschen gucken. Insofern könnt ihr es euch auch ein bisschen leichter machen auf YouTube. Im doorout.com-Kanal sind auch alle Videos zum in Ruhe nochmal anschauen. Und insofern könnt ihr auch da gucken, wenn euch bestimmte Themen im Nachgang nochmal interessieren. Sei es Kühlboxen, Gasversorgung, die Kamba Dometic Luftvorzelte, haben wir schon einiges gemacht. Da guckt gerne nochmal rein und schaut es. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den luftvorzelte.de-Kanal, dann verpasst ihr auch einfach die zukünftigen Videos nicht. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, hoffe, dass ihr gleich wieder dabei seid. Wir bauen kurz um hier und dann wird das Ganze wieder stimmungsvoller. Bis dahin.